Recht herzlich willkommen heute, liebe Fans. Wir begrüßen Sie zu dieser Partie bei bestem Fußballwetter. Wolf Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder Ihre Kommentatoren. Heute spricht alles für eine hochinteressante Partie. Beşiktaş Istanbul gegen Young Boys Bern. Das ist so eine Partie, die die Fans begeistert und uns hier oben auf der Kommentatorentribüne natürlich auch. Es wurde so viel geschrieben, es wurde so viel diskutiert und jetzt geht es los. Gleich rollt der Ball. Anpfiff und los geht's. Gutes Tackling. Cedric Eaton. Ball beim Keeper. Jetzt in der Anspielstation. Eaton. Ja, setzt gut den Körper ein. Sie stehen sehr hoch und genau das weiter gefährlich nach dieser Parade. Aus diesem Angriff können sie also nichts machen. Tosun. Er kann es machen. Da ist er, der erste Treffer in diesem Spiel. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Das ist beeindruckend. Sie spielen Pass um Pass um Pass um Pass um Pass und das mit einer solchen Sicherheit. Sensationell. Gesal. Das ist natürlich ein guter Pass. Erhalten aus kürzester Distanz. Aber wirklich schwer war diese Aufgabe halt am Ende doch nicht. Nee, danke Ball für einen Torhüter. So kannst du den nicht überwinden. Klasse gehalten und das ist wichtig. Jetzt hoffen sie weiter. Ein Tor. Ah, aber jetzt bekommen sie erstmal die Chance. Super gehalten. Was für eine Aktion. Also der muss doch sitzen. Erstmal Ballverlust. Lustenberger. Das könnte gefährlich werden. Könnte der Ausgleich sein. Da haben sie gut aufgepasst. Aboubakar. Guter Pass. Aboubakar. Die Fans wittern die Chance zum Abschluss. Cenk Tosun trifft wieder einmal. Und da wird gejubelt, zu Recht. Und das war ein schönes Tor, es war ein sehenswertes Tor. Und genau dieser... Die erste Hälfte ist damit vorüber. Ist nicht sein Spiel bislang. Er kann nicht zufrieden sein. Von ihm haben wir uns viel mehr erwartet. Aber er kommt überhaupt nicht rein in die Partie. Auch ein Grund, warum sie hier zurückliegen. Anstoß und damit läuft die zweite Hälfte dieser Partie. Aboubakar. Er passt gut auf und hat den Ball. Chance zum Konter jetzt.
Aktion läuft weiter, nach wie vor gefährlich. Cedric Itten! Ja, das ist einfach überragende Stellungsspiel, dieses Timing. Und dann hältst du halt auch solche Bälle. Sie wechseln also aus. Ecke kommt. Da ist der Ball erstmal raus. Ali. Nicht ungefährlich. Steilpass. Tosun. Aboubakar. Da ist die Chance. Vor dem Tor. Also da zeigen sie heute eine Menge. Das nächste. Das nächste. Und damit sind sie hier schon mit dreien vorne. Ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich hier jetzt von der Entscheidung spreche. Cedric Itten. Der Pass, stark gemacht. Heißt es also jetzt. Viel Geduld da jetzt im Spielaufbau. Dele. Aboubakar. Die Fans ahnen, das ist vielleicht die Chance. 20 Minuten haben wir noch auf der Uhr. Mal sehen, was sich noch tut. Ball ist weg. Chance zum Anschlusstreffer. Sie sind fast wieder da. Es fehlt nur noch ein Tor. Das könnte ein ganz wichtiger Treffer gewesen sein. Der neue Spielstand lautet hier also 3:2. Aboubakar. Gesal. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Ja, gibt nur Abstoß. Und jetzt erleben wir hier den Wechsel. Dele. Tosun. Schön vom Ball getrennt, das war eine wichtige Aktion. Ulises Garcia. 6 Minuten haben wir hier noch. Das ist nochmal die Chance auf den Ausgleichstreffer. Was macht er daraus? Oh, gehalten, das gibt's doch nicht. Was für ein Duell, Nerven behalten, das war eine Glanztat. 2 Minuten Nachspielzeit sind angezeigt. Er ist frei, da kann was draus werden. So, Ausgleich und jetzt bin ich gespannt. Drehen die das Ding hier tatsächlich noch komplett? Erst spielen die hier so schwach und jetzt auf einmal, es ist unglaublich. Wir hören den Schlusspfiff der Schiedsrichterin. Nach 90 Minuten steht es hier unentschieden.